Hallo und herzlich willkommen auf unserem Lohncomputer und Lohnanalyse YouTube-Kanal. Heute schauen wir uns die bestbezahltesten Manager in Deutschland, Österreich und in der Schweiz an. Wo arbeiten sie? Was ist der tatsächliche Gesamtlohn oder Gehalt? Wenn ihr mehr wissen wollt, bleibt dran, jetzt geht's los. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, heute wollen wir wissen, ja, wer sind denn die bestbezahltesten Manager in Deutschland, Österreich und in der Schweiz? Wo arbeiten sie und was ist das Gesamtpaket? Ja, Gesamtlohn pro Jahr. Und wir haben in Deutschland und in der Schweiz die 2019er Löhne zusammengesucht, weil wir gesagt haben, okay, 2020 war eine spezielle Zeit, war Corona, war Covid-19. Und das ist vielleicht nicht repräsentativ von den einzelnen Firmenergebnissen her. Und deshalb haben wir für Deutschland und für die Schweiz die 2019er Löhne ausgesucht und für Österreich die 2020er, weil wir werden sehen, in Österreich sind die Firmen auch eine ganz andere Konstellation als in Deutschland und in der Schweiz. Wenn euch solche Videos gefallen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Dann werde ich in Zukunft auch diese speziellen Videos drehen für euch, um bestimmte Löhne rauszusuchen. Zum Beispiel auch, ja, was verdient ein Uber-Driver? Ja, oder was verdient eine Person in den einzelnen Unternehmen? Schreibt doch Kommentare, welche Berufe ihr gern sehen wollt und wir machen uns auf die Suche. So, jetzt muss man natürlich sagen, noch eine Sache, bevor wir losspringen und direkt ins Thema gehen. Diese Informationen sind alle öffentlich. Ja, meistens auf der Webseite von den einzelnen Unternehmen gibt es einen Jahresbericht oder einen Vergütungsbericht. Ja, und da kann nachgeschaut werden, ja, wie viel verdient der CEO, der CFO oder die Verwaltungsmitglieder. Und wir sind Schritt für Schritt die Personen durchgegangen. Wir haben die Informationen zusammengestellt und jetzt zeigen wir euch die Top 5 der einzelnen Länder. Also starten wir sofort mit Deutschland. Und das sind die börsenkotierten Unternehmen. Auf dem ersten Platz Herbert Diess von Volkswagen, 9,8 Millionen. Auf dem zweiten Platz Stefan Oschmann, Merck, 8,4 Millionen. Joe Kaeser, Siemens, 7,1 Millionen. Und Timotheus Höttges, Deutsche Telekom, 6,6 Millionen. Oliver Bäte von der Allianz, 6,6. Wenn wir uns so die Konstellation anschauen, Volkswagen ist natürlich ein Automobilhersteller, Merck ist ein Chemie- und Pharmahersteller, Siemens, ja, ein Mischkonzern, ganz großer Mischkonzern mit sehr, sehr vielen Sparten, sie machen eigentlich alles. Dann gibt es die Deutsche Telekom, Telekommunikation und Allianz Versicherungsindustrie. Also bunt gemischt, ja. Zum Beispiel finden wir jetzt nicht von Mercedes den CEO, der hat wahrscheinlich einen geringeren Lohn. Das sind also unsere Top 5 aus Deutschland. Und jetzt springen wir in die Schweiz. Bestbezahlte SMI-Manager 2019, Sergio P. Ermotti, UBS, eine Bank, 12,5 Millionen Schweizer Franken. Severin Schwan, Roche, Pharma, 11,5 Millionen. Tidjane Thiam von der Credit Suisse, auch Bank, 10,7 Millionen. Dann haben wir Vasant Narasimhan, Novartis, 10,6 Millionen. Und dann haben wir Ulf Max Schneider von Nestlé, 10,3 Millionen. Hier komplett andere Industrien als in Deutschland. Wir haben die Bankenwelt, Dienstleistung, klar, UBS und Credit Suisse, ganz oben in den Top 5. Dann haben wir Roche, Pharmaindustrie und Novartis auch. Ja, und Nestlé ist in der Nahrungsmittelindustrie tätig, auch mit 10,3 Millionen. Lässt sich sehen. Also die Gehälter auch hier in den Top-Positionen von der Schweiz deutlich höher als in Deutschland. Wenn man das umrechnet auf Euro, wird es trotzdem deutlich besserer Lohn sein als die Top-Manager in Deutschland. Springen wir jetzt zu den Österreichern. Die bestbezahlten ATX-Manager, also börsenkotiert, ATX ist alle Firmen, die in der Börse kotiert sind, 2020, da haben wir 2020 genommen, denn wir werden sehen, die Industrien sind ein bisschen anders als in Deutschland und in der Schweiz. Platz 1, Anas Abuzakuk, BAWAG Group. BAWAG Group ist, ja, die machen Spar, Zahlungskredit, Leasing, also alles, was Produkte, die in der Bankenwelt so angebunden werden, auch Versicherungen, ja. 5,3 Millionen Euro. Und da merken wir, Moment, ist nicht zweistellig? Ja, in Österreich sind die Löhne anscheinend bei den bestbezahltesten Managern nicht
so hoch wie in Deutschland und in der Schweiz. Dann haben wir Peter Oswald, Meyer Mellenhof, 5,2 Millionen. Rainer Seele, OMV. OMV ist Erdöl, Erdgas und Chemieindustrie, 4,7 Millionen. Wolfgang Leitner, Andritz. Andritz ist Maschinenfabrik, Anlagebau, 3,3 Millionen. Und Georg Pötzl von der österreichischen Post, 2,4 Millionen. Auch wieder hier in Österreich, deutlich anders als in Deutschland und in der Schweiz. Und das sind die Informationen. Das sind doch sehr gute Löhne. Wenn man sich diese Löhne anschaut, dann wird man da ein bisschen neidisch. Ja? Aber das sind, darf man nicht vergessen, die bestbezahltesten Manager in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Von den größten Unternehmen, und da ist natürlich eine große, große Verantwortung, diese Unternehmen zu führen. Jetzt wollte ich euch kurz zeigen, wo ihr die Informationen ziehen könnt. Denn diese Informationen sind zugänglich. Zum Beispiel hier Vergütungsbericht online auf der Roche-Webseite. Könnt ihr alle Gehälter von den Personen, die im Verwaltungsrat oder die Top-Manager nachschauen. Ja, im Vorstand oder Verwaltungsrat. Da müsst ihr runterscrollen. Müsst ihr schauen, die Person, zum Beispiel hier wäre das die Frau Schwan. Und da könnt ihr runterscrollen noch ein bisschen und da habt ihr zum Beispiel die Vergütung vom CEO. Hier, Severin Schwan als Konzernleitungsmitglied, 11,5 Millionen Schweizer Franken im Jahr 2019. Also diese Informationen sind frei zugänglich für jedermann auf den Webseiten von den einzelnen Personen. Da hat sich noch Zuschüsse etc. Da wird genau erklärt, wie sich das zusammenstellt. Springen wir zum Beispiel OMV. Wir hatten ja Rainer Seele mit 4,7 Millionen Euro. Und hier haben wir ihn auch, Rainer Seele, 2019 oder 20, auch im Vergleich, das ist sehr übersichtlich. Und hier haben wir 4,7 Millionen Euro gewährt von OMV. Also auch hier alles transparent. Und dann springen wir hier zum Beispiel auf Volkswagen AG auf der Webseite, Jahresberichte, Geschäftsberichte, kann man downloaden. Und ich habe mal schon im Voraus geschaut, welche, es sind 354 Seiten. Und ich habe mal kurz durchschaut, es ist um die Seite 79. Da ist eine Zusammenstellung, auch hier. Hier ist er, Herbert Dies, 9,8 Millionen Euro. Herbert Dies, 2019, 9,850. Das sind die Löhne. Also ihr seht, alles ist transparent auf den Webseiten der Firmen von börsenkotierten Unternehmen. Es gibt eine Verpflichtung, dass man die Gehälter auch veröffentlicht. Und auch aus Transparenzgründen möchten natürlich die Firmen auch ganz klar aufzeigen, das sind die Löhne der Top-Manager, Vorstand, Verwaltungsmitglieder, Präsidenten etc. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht heute in dem Video. Was meint ihr? Sind die Gehälter der bestbezahltesten Manager in Österreich, Deutschland und der Schweiz ja, zu hoch, zu tief? Wie schätzt ihr das ein? Leistung zu Gehalt. Ist dieser Unterschied zwischen einem normalen Mitarbeiter und einem CEO von so einem Top-Unternehmen auch repräsentativ? Transparenz ist da, aber stimmt Leistung und Gehalt? Das würde ich gerne von euch wissen. Lasst doch in den Kommentaren da. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte doch gern ein Like da lassen. Abonnieren, wenn euch in Zukunft solche Videos interessieren. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr kommentiert. Ich werde jeden einzelnen Kommentar beantworten. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Ciao.